Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt mit eurem Spooky VF. Und zwar habe ich mal gedacht, wir spielen nichts Geringeres als Fallout 4. Ich werde ja keinen LP dazu machen, ich werde vielleicht ab und zu mal Missionen veröffentlichen oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Mal gucken, wie wir das gestalten. Und da habe ich mal gedacht, wir machen jetzt auch keine Missionen fürs Angezockt, sondern erkunden einfach mal so ein bisschen die Gegend. Und gucken uns hier mal um. Ja, ich bin hier in Sanctuary angekommen. Das ist die Siedlung, die man selber ausbauen kann. Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal. Warte mal, gucken, welche Knarren wir gerade auswählen. Hier habe ich leider keine Muni dafür. Schon mein erstes Zielfernrohr auf die Waffe drauf gebaut. Ist ein geiles Teil. Aber leider munitionslos. Also holen wir hier mal die Impro-Pistole in die Hand. So, mach mal ein bisschen Licht hier. Neongrün. Yippieyei. Und da gehen wir einfach mal in diese Richtung. Da hinten hatte ich nämlich schon eine Tankstelle oder sowas entdeckt. Ah, ich könnte noch einen Aktionspunkt verteilen, aber das mache ich jetzt nicht, weil das ist. Ja, das. Da, hier war es. Da habe ich auch den Hund entdeckt. Einen Begleiter, den habe ich nicht dabei, weil ich habe eine Funktion, dass ich mehr tragen kann ohne Begleiter und Schaden. Mehr Schadensresistenz habe ohne Begleiter. So, jetzt gucken wir mal. Gerade hier, dann zeige ich das schon mal beim Angezockt. Da kann man nämlich hier die Missionen, kann man, ach, die Missionen, die Waffen kann man modifizieren. Was modifizieren wir denn? Die Lasermuskete? Gucken wir doch mal an, ob wir da was drauf bauen können. Nee. Okay. So viel dazu. Können nirgends irgendwie was drauf bauen. Anscheinend. Nee. Ja, hier konnte ich es eben. Da verlassen wir die Station. Wir können dann die Waffen auch verwerten und kriegen Materialien und so weiter und so fort. Noch eine Zeitung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir sonst so? Vorkriegsgeld, juhu. Telefon. IT nach Hause telefonieren. Heuer, das ist eigentlich. Ja, eine Schere, die braucht man auch. Unbedingt in dieser postapokalyptischen Welt, um sich anzuritzen oder so. Was weiß ich. Oh. Red Rocket Terminal. Was ist denn das hier? Oh, Kronkorkenvorrat. Schön. Ah, das hier sind so irgendwelche Medikamente oder Drogen. Wir gucken mal in diesen. Red Rocket heißt die Tankstelle. Ob wir da irgendwas bekommen. Neue Ausrüstung installiert. Was? Musste mich immer bla bla bla. Aha, rosafarbene Restaurierung. Dankeschön. Also nichts Besonderes hier. Und hier in den Serviceaufzeichnungen. Okay. Ja, ist alles nur. Ich dachte, man könnte jetzt vielleicht irgendwas öffnen oder so, aber ist momentan nicht der Fall. Und da lassen wir das auch dabei. Weil ich will euch jetzt ja nicht mit solchen Sachen. Oh, Stange Zigaretten kostenlos. Cool. So, dann gehen wir einfach mal da hinten rüber. Da ist ja auch noch irgendwas zu entdecken. Vielleicht finden wir auch noch irgendwelche Gegner im Laufe des Spiels. Im Laufe des Angezockts. Also bis jetzt bin ich positiv beeindruckt vom Game. Das ist richtig geil gemacht. Ey! Hör auf, da rum zu. Bucken, du Scheißvieh. Da ist noch irgendwo was. Wo ist es? Oh! Alter, wo bist du? Zwischen. Oh. Ich mag den WATS-Modus ja gar nicht so. Ich spiele eigentlich lieber so. Benutze den natürlich auch ab und zu. So, da haben wir noch was zum Entdecken. Haben wir schon entdeckt? Ist ja schon eingezeigt. Ach, das ist die Abernathy Farm. Stimmt, da war ich schon. Habe ich, bevor ich überhaupt eine Mission gemacht habe, habe ich eine Sidequest gemacht und direkt eine Minigun gesichert mit Level 2. Und dann nochmal die Minigun bekommen von der Hauptquest. Juhu! Doppelter Spaß! Dann gehen wir einfach mal dort hinten in Richtung von diesem Haus.
Ach du Kacke. Ach, ne, Hirsch Kuh. Alter, ist das ein Fresser? So, das sind Munitionskisten. Aber auch nur 38er. Molotow-Cocktail, Stimpack. Oh, das hier ist cool. Nochmal was zum Verwerten. Sehr schön. Hier hat es einen Raider gekostet. Holen wir mal noch Hirschleder mit. Gucken, was wir damit so machen können. So, in diese Richtung wollten wir. Oder ist das auch schon entdeckt? Ist das... Nee, oder? Das könnte aber... Gorskis Hütte. Oh oh, ein wilder Ghoul. Immer schön in den Kopf schießen, den Ghouls. Ja, man sollte aber auch treffen. Alter Verwalter. Schieße ich gerade schlecht. Jetzt zeige ich euch mal. Oh, toll. Durch den Rosenbusch kann man. Oh Mann, was ist denn hier los? Alter, geht ihr mir auf den Sack. Jetzt geht's aber ab hier. Ich hack's, ey. Ghoul-Gemetzel, Baby. Ich hol mal die. Die ist nämlich auch ziemlich cool. Ein Spielzeugauto hat der Ghoul. Wollte auch mal ein bisschen spielen. So, die müssen wir aber nach. Ey, wie viele Ghoule sind denn hier? Ne, Blähfliege. Okay. Alter, hier geht's aber ab ohne Ende. Wir brauchen mal Pistol. Boah! Komm, gib mir Watts. Die gehen mal voll auf den Sack. Oh, hab ich Aktionspunkte? Scheiße, jetzt habe ich bestätigt, anstatt den nächsten angegriffen. Okay. Gut, geht aber. Boah, wir brauchen Stimpack. Und, wo ist das Inventar? Hilfsmittel. Rudray. Um unsere Verseuchung ein bisschen zu dämmen. Was wir auch noch machen können, sind die Splittergranaten hier unten mal noch bei die Favoriten dabei legen. Dass wir die auch schnell wählen können. Sind die jetzt Alter, woran sehe ich denn, wann die ausgerüstet sind? Beim Molotow-Cocktail ging das normalerweise, da hat man das gesehen. So, gehen wir nochmal an die Hütte ran, gucken, ob wir da irgendwas Besonderes finden oder so. War ja hier ganz schön gut verteidigt, das Gerät. Ist das ein Ghoul oder... Haarbürste. Hässlicher. Chat. Stroge. Oh, hier unten ist ein Wurzellager. Und eine Laborstation. Was können wir hier machen eigentlich? Ah, Drogen herstellen. Yeah. Willkommen bei Breaking Bad, liebe Freunde. Hallo? Ah, danke. Mach mal die Tür zu, bevor hier irgendein ungebetener Besuch reinkommt. Dann gehen wir mal da runter und gucken uns das Ding an, was wir da finden. Da haben wir ja noch was Interessantes gefunden, bevor sich die Folge dem Ende nähert. Das gucken wir uns jetzt aber noch an. Klebeband kann man immer gebrauchen. Eigentlich kann man alles gebrauchen. Ventilator kann man auch verwerten. Was war denn hier? Kombi-Schraubenschlüssel, ah, okay.
Eine Waffenwerkbank, da hatten wir hatten doch irgendwas gefunden zum Verwerten. Impro-Pistole. So, kriegen wir wieder ein bisschen Stahl. Toaster. Oh, den holen wir auch mal mit. Keine Ahnung, für was man den brauchen kann, aber wird schon seinen Sinn haben. Eine Munitionskiste mit 38er Muni. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das? Pilzbefall. Oh, hier ist radioaktive Strahlung. Das ist scheiße. Aber egal, wir gehen da jetzt durch. Oh, Wayne Gorski. Wer auch immer das ist. Gib ihm. Alle Aktionspunkte draufhauen. Du frisst ein bisschen mehr, oder? Bleistift hat er dabei. Jawohl, das freut mich. Ganz wertvoll. Kronkorkenmine. Oh, cool. Kenne ich noch aus dem Vorgänger. Und ein Ödland-Überlebensführer. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte markiert. Okay. Und hier müssen wir hacken. Oh Mann, das. Gucken wir noch, was wir hier haben. Wecker. Mini-Atombombe, Sprengkapsel. Boah. Mini-Atombombe, Beryllium-Aufsatz. Also haben wir hier radioaktives Zeug. Mini-Atombombe wieder. Das ist, glaube ich, für den Nuke-Werfer. Stabilisator. Dann haben wir hier schon mal ein paar tolle Sachen bekommen. Leider geht hier unsere radioaktive Verseuchung ziemlich hoch. Wir müssen gucken, dass wir hier schnell wegkommen, am besten. Mal noch hacken, schnell. Hoffentlich klappt das ganz gut. Ist ja für Einsteiger. Alter, was ist denn das? Das ist alles nur Z Nee, keine Zahlencodes. Irgendwas wählen mit vielen. Ja, gibt's nicht. Mit vielen verschiedenen Buchstaben. Holen wir mal Back. Null Treffer. Oh. Cool hat einen Treffer. Also könnte es Prop zum Beispiel sein. Das wär's. Yeah! Ich bin einfach absoluter Hacker. Ich bin bei Anonymous 2.0. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie dem elektrischen Turm infiziert, den sie in meinem Vorgarten errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier liest, wurde ich entweder getötet oder in ein Verhörzentrum der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Lasst alle wahren Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Willen und für das Wohl meines Landes geschehen. Okay. Also, der hat vor, irgendwas in die Luft zu jagen. Oder hat es vor. Bevor er gulifiziert wurde. Und dafür haben wir unsere ersten Sprengsätze. Atomaren. Finde ich cool. Und dann hauen wir jetzt hier ab. Jetzt brauche ich nochmal einen Redway. Oh, Hilfsmittel. Das könnte ich mir auch eigentlich mal unten auf die Schnellleiste legen. Ist das jetzt ganz weg? Nee, oder? Achso, das geht erst mit der Zeit. Alles klar, das ist cool. So ist in Ordnung. Für den Anfang. Zementsack holen wir auch mit. Wer weiß, können wir Häuser bauen oder so. Oh, Red X. Und dann würde ich sogar an dieser Stelle sagen, lassen wir das beim Angezockt hierbei. Ihr konntet hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen und wir... Oh, Stopp, wollte ich drücken. Und wir sehen uns das nächste Mal in irgendeiner Mission oder sonst irgendwas. Vielen Dank fürs Zuschauen mit Fallout 4, euer Spooky4F.